Okay, wir können runtergehen. Alive and well, I see. Hey, if you're headed to the park across the bridge, you're gonna want to stock up on birdseed. Those flying diseases are out of control. Can probably find something in that vending machine. If you have any luck, come back and let me know, would you? Vögelfutter müssen wir also kaufen. Dann kaufen wir doch mal Vogelfutter. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu leise, aber ich bin jetzt ein bisschen vom Mikrofon weg. So, Vogelfutter Nummer 17. 6 Stück. Achso, wir haben nur 8. Fick die Wandern. Ich brauche noch 2. Gibt es keine Visa oder Kreditkarte oder Bankomatkarte oder irgendwas? Ich brauche mehr Münzen. Schön für dich. Wieder alles zurück. Achso, was mache ich? Ich muss ja nicht so weit zurückgehen. Carl O'Connor, ähnlicher Name zu dem Gesicht, was wohl seine Geschichte ist, was ist mit ihm passiert, dass er auf der Straße gelandet ist? Geht schneller, als man glauben kann eigentlich, dass man zur Straße liegt, aber viele Menschen glauben das einfach nicht. Ich sage einmal mir oder, sage jetzt einmal, ich kenne ein paar Personen, bei denen es ziemlich schnell gegangen ist, obwohl sie nichts dafür gekonnt haben. Ein Schlüssel, Angelkastenschlüssel, das ist gut. Theresa läuft durch den Park, ich brauche eine Laterne, um zu sehen, wo sie hingeht. Eine Gullikachel, R. Supi, und die Gullikacheln, die wissen wir natürlich auch schon wohin, aber ich weiß jetzt nicht wohin genau. Achso, warte, Angelschlüssel. Angelhaken. Recht praktisch. Was haben wir denn jetzt da? Gulli, Schlüssel, Angelhaken. Boah, wo war denn der Gulli nochmal schnell? Hier. Okay, jetzt kriegen wir eine Angelrute. Soll ich jetzt fischen gehen oder was? Achso, ich habe 2 Münzen. Warte jetzt mal kurz, ich kann das Vogelfutter kaufen. Vogelfutter! Wunderprächtigst! Damit gehen wir jetzt da wieder zurück. Gehen wir hier runter. Hey, there you go. That birdseed will come in handy, I'm telling you. You can thank me later. Night's coming quick. It'll be impossible to find your way through the park at this hour. Gonna need a lantern to light your way. I'll give you mine if you can fish out my other boot I lost there in that lake. Fair trade, I'd say. Darf ich jetzt weiter oder eher nicht? There's gotta be a fishing rod around here somewhere. Put that education to use and track one down. Bla bla bla. Was? Ich muss einen Haken an die Schnur binden, um den Stiefel hochzuholen. Ja, Hakenschnur da. Hä? Klicke auf die Spule in der oberen rechten Ecke und halte sie gedrückt. Drehe die Spule, um die Angelschnur aus- und einzurollen. Versuche nicht mit den Fischen zu kollidieren. Oder du musst von vorne beginnen. Ah.
Ah, easy. Deal's a deal. Lantern's all yours. Juhu. See you around, Doc. Eine Laterne haben wir bekommen. Aus. Moment kurz. Laterne aus. Wir brauchen aber eine andere Laterne, oder? Eine andere Laterne. Wie machen wir denn das jetzt? Ich kann da rüber, oder weiter? Ich kann weiter. Shit. Da war ich ja noch gar nicht. Oder war ich da schon? Ah ja, stimmt. Die Laterne. Ah, zack. Nein. Ich brauche da Licht, oder? Ich muss irgendwo Feuer für diese Laterne finden, sonst komme ich nie durch den Park. Feuer, 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 Feuer. Ich habe keine Ahnung, wo ich Feuer wieder herkriege. Da hätte ich Feuer gekriegt, aber das haben wir gelöscht. Achso, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da fällt mir was ein, wo wir Feuer herkriegen. Da steht ja noch alles unter Feuer hier. Da, da, Feuer. Laterne. Feuer. Na, gutes Hirnchen, gutes Hirnchen. Obwohl eigentlich ich meistens viel vergiss. So, dann gehen wir mal da rüber, dann gehen wir mal da so rüber, dann gehen wir mal. Oh! Oh oh! Nix. Okay. Der Hubschrauberpilot hyperventiliert. Er muss infiziert worden sein. Der Virus überträgt sich nun also auch über die Luft und wird sich noch rasanter ausbreiten. Es wird schon spät. Ich muss Theresa finden und von hier verschwinden, bevor das Militär zu unüberlegten Maßnahmen greift. Wie zum Beispiel bombardieren. Oder das auf der Bank könnte nützlich sein. Ich muss zunächst die Krähen ablenken. Jo, bitteschön. Okay, ein alter Federhut. So, was brauchen wir denn? Schere, Schraubenschlüssel, Rechen, Krähenfeder und Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Rechen haben wir hier gehabt. Ein Kuckuck, der kommt wahrscheinlich dann in die Kuckucksuhr, nehme ich mal sehr stark an. Das war eine Schere. Wenn wir das eigentlich als Objekt jetzt da, ja. Also, wenn wir das als Objekt haben, dann kann ich ja eigentlich rein theoretisch eine Axt nehmen. Was haben wir denn sonst noch so als Objekt jetzt da? Eine Schere und einen Beil. Da könnte ich vielleicht die Schere nehmen. Nein, könnte ich nicht. Aber den Handschuh kann ich nehmen. Gut festgetackert. Ah, scheiße. Den Kürbis könnte ich jetzt zerkleinern. Ah, okay, dann nicht. Da haben wir einen Schraubenschlüssel. Ja, den Schraubenschlüssel könnte man für das hier verwenden. Warum kriegt man diese Dinge immer so schwer auf? Jo, fragst mich das. So, jetzt haben wir ein Messer. Was mache ich jetzt mit dem Messer? Ich glaube kaum, dass ich mit dem Messer das zerschneiden kann und damit der Hacke. Huh! Kuckuck! Ah! Kuckuck! Was haben wir jetzt bekommen? Ah, sehr schön.
Eine Schachfigur, die kommt dann daher. An dem Schachbrett bestehen keine Figuren, ja, das ist mir schon bewusst gewesen. Ich kann mit einem richtigen Werkzeug sicher einen Weg bahnen. Mit der Hacke? Nö. Ein Messer? Ah. Da haben wir noch eine Schachfigur. Krähenfeder. Ich könnte Holz zerhacken. Na, dann zerhacken wir mal Holz. Noch eine Schachfigur. Da haben wir die Krähenfeder. Die können wir dann da reinstecken. Dann haben wir da noch eine Schachfigur. Dann haben wir einen Schlüssel. Den Schlüssel für den Eimer wahrscheinlich. Und wir kriegen einen Eimer. Für was auch immer. Okay, wir können hier können wir buddeln. Da haben wir aber keine Schaufel mehr. Das ist das Problem. Wir haben die Schaufel weggeschmissen. So, und sonst haben wir hier eigentlich nichts im tiefsten, finstersten Wald. Noch ein Feuer und kein Wasserschlauch in Sicht. Ich muss irgendwie löschen. War ja klar. Unter den Felsen steckt was fest. Ja gut, das kann ich momentan eh nicht. Boah, so ein kleines Schlückchen Wasser und das ist alles. Dieser Baum ist mit alten Pilzen bedeckt. Ja, ich habe nichts mit Inventar. Das ist das Problem. Der Scheinwerfer hat keine Glühbirne. Wir haben ein Lasso. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy-Indianer. Ich komme nicht ganz ran. Lasso. Jetzt haben wir die Schaufel. Dem Kanu fehlen einige Teile. Ja, das ist richtig. So, das ist Theresas Haus. Ich muss irgendwie über den Fluss kommen, ja, mit dem Kanu. Auf der anderen Seite des Flusses ist Theresas Haus. Bei dem hohen Grad an Kontamination ist Schwimmen nicht ratsam. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, dann findet man einen anderen Weg. Da müssen wir zurückgehen. Müssen wir nochmal zurückgehen. Nochmal. So, und hier haben wir ein X. Ein Glas. Was bringt mir das Glas? Kann ich mit Wasser füllen? Nö. Oh, Tatsache. Okay, warte, stopp. Bootstück. Ich könnte eigentlich darüber schauen, weil darüber habe ich noch nicht geschaut. Da ist etwas fehlt. Ein Emblem. Die Türen sind verschlossen. Brechen wir es mit dem Glas auf. Darin befindet sich etwas. Ich brauche etwas, um die Windschutzscheibe zu zerschlagen. Habe ich aber momentan nicht. Das heißt, ich kann hier jetzt nichts mehr tun. Das heißt, ich muss rübergehen. Das Boot reparieren. Ja, das Boot reparieren. Das war... Glas mit Insekten. Was mache ich mit Glas mit Insekten? Glühwürmchen? Nö. Okay, da brauche ich nicht hinschauen. Oh, was war denn da? Ich muss Bienen ablenken, um an den Glasbruchhammer zu kommen. Nein. Scheißendreck, wie soll ich denn die ablenken? Harz. Okay, was mache ich jetzt mit Harz? Harz 4.